Vor mir habe ich eine Silberschale aus dem Tafelservice von Olga Nikolajewna Romanova. Zunächst zur Schale. Das ist eine Silberschale. Innen ist eine Vergoldung zu sehen. Die Schale steht auf vier geschwungenen Füßen mit einer sehr plastischen Blattzier. Diesen Dekor können wir auch in ähnlicher Weise am Rand wiederfinden, wo sie aber noch durch Muschelwerk ergänzt ist, der Dekor. Auf der Wandung können wir zum einen die Initialien von Olga sehen, ON in Kyrillisch unter der Krone, und auf der anderen Seite sehen wir den russischen Doppeladler. Auf der Unterseite haben wir verschiedene Silbermarken. Zum einen haben wir die Stadtmarke von St. Petersburg, das Beschauzeichen mit Datierung 1840. Das Stück wurde also in St. Petersburg 1840 gefertigt. Wir haben die 84, das ist das Feingehalt. Und wir haben die Meistermarke. Meistermarke von Karl Johann Tegelsten. Tegelsten, ursprünglich Finne, ist dann nach St. Petersburg gekommen und hat dort als Silbermeister gearbeitet. Er hat viele Aufträge für den Zarenhof getätigt und ist damit ein sehr bedeutender Silbermeister. Das vorliegende Stück ist ein Teil eines großen Silberservices, und das Silberservice ist auch wiederum nur ein Teil einer großen Mitgift von Nikolaus I. an Olga Romanova. Und die ganze Mitgift umfasst ungefähr 300 Kisten verschiedenster Objekte. Silber natürlich, Gold, Porzellan, Glas und auch Möbelstücke. Wie kommt es zu dieser Verbindung von Olga Romanova und Nikolaus I.? Sie war die dritte Tochter von Nikolaus I. und er machte seiner Tochter dann zum 18. Geburtstag dieses tolle Geschenk. Olga Romanova war somit Großfürstin von Russland. Was aber auch zu erwähnen und sehr interessant für das deutsche Publikum ist, dass sie später Karl von Württemberg heiratete und daraufhin nach Deutschland umsiedelte und später sogar Königin von Württemberg war. Ich habe also hier vor mir ein durchaus interessantes Objekt, was einmal historisch von Bedeutung ist, aber auch natürlich von einem sehr bedeutenden Silberschmied gefertigt wurde.